Ja, ich könnte natürlich das Mikro jetzt benutzen, nur brauche ich es ja nicht wirklich. Ein großer Vorteil. Ein großer Vorteil, wenn man einen Menschen mit einer großen Klappe hält, hat, ist und so ist, wie man ist, dann sagt man, was man denkt, weil man es fühlt. Und ich kämpfe mit vielen Menschen und ich finde es unheimlich toll, dass wir hier zusammenkommen zu so einem wichtigen Thema. Ich kämpfe gegen ein Kernthema, ein großes Problem in Deutschland. Und ich kämpfe es nicht nur gegen Menschen, die es machen, sondern auch gegen zu viele Politiker, bei dem Thema immer noch wegducken und Angst davor haben. Ich kämpfe bundesweit, mittlerweile weltweit, gegen Mobbing. Und mit Mobbing ist alles gesagt, denn es betrifft Rassismus, Homophobie und auch viele andere Dinge. Und ihr alle könnt ein Teil davon sein, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen Mobbing, ein Zeichen gegen Ausgrenzung, Demütigung und Erniedrigung. Es ist in meiner Sprache, und wenn jetzt hier Kleinere dabei sind, scheißegal, wen ihr liebt, Hauptsache ihr liebt. Und das Wichtigste dabei ist, dass ihr euch von niemandem sagen lasst, dass ihr deshalb schlechter seid oder jemand besser ist. Ihr seid so, wie ihr seid. Und das ist gut so. So hat es ja schon mal jemand in unserer Stadt gesagt, der genau das Thema gelebt hat. Es ist gut so. Und selbst wenn ich schwul wäre, geht das jemand anders einen Scheißdreck an. Ich bin Vater von 2 kleinen Kindern. Und meine Kinder sind das Wichtigste für mich. Und ich habe ihm von Anfang an gesagt, das Wichtigste für mich ist, dass wir glücklich sein. Alles andere ist nebensächlich. Und wenn ihr glücklich seid, wenn ihr so seid, wie ihr seid, dann ist das gut so. Und wenn euch irgendjemand deshalb fertig macht, egal aus welchem Grund, lasst euch das nicht, das hat die Staatsanwaltschaft, hat die Polizei gesagt, lasst euch das nicht gefallen, lasst euch nicht erniedrigen. Und was du gesagt hast, ich kann es nochmal als Stimme gegen Mobbing in Europa mittlerweile ganz klar sagen. Jeden Tag nimmt sich ein Kind in Deutschland wegen Mobbing das Leben. Jeden Tag. Und diese Kinder haben es nicht verdient, von anderen im Stich gelassen zu werden oder fertig gemacht zu werden. Ihr werdet irgendwann mal Kinder haben oder habt schon welche. Und wenn wir jetzt nicht Mobbing stoppen, und deshalb habe ich Stopp Mobbing in Deutschland gegründet, und wir werden dagegen vorgehen und wir werden uns nicht mehr bekämpfen, sondern miteinander kämpfen. Polizei, Prävention, Staatsanwaltschaft und dass es die Politiker tun, glaubt mir, dafür werde ich sorgen. Denn eins wollen die nicht, scheiße dastehen. Und dafür kann ich auch sorgen. Will ich aber gar nicht. Ich will, dass wir gemeinsam was verändern, so wie es wir hier heute alle gemeinsam getan haben. Ein Zeichen für Gleichheit, ein Zeichen für Gerechtigkeit und ein Zeichen für jeden Menschen, der liebt, wen er will. Danke.